Also von dort aus sind wir dann bis nach ins Vogtland gekommen. Da hat sie, mein Vater uns dann abholen können, Gott sei Dank. Und wir sind dann auf diese Halbinsel Mederhorn, auf unser Wochenendgrundstück konnten wir dann. Und zwar liegt es an der berühmten Heilandskirche, wo auch die Großen der Welt nachher rübergefahren sind mit einer Pontonbrücke, glaube ich, war das. Und die Churchill und also die ganzen zur Potsdamer Konferenz. Und da sind wir denn so richtig in die Kampfhandlungen reingekommen? Links waren die Deutschen, rechts waren die Russen. Der Russe dachte, da sind die Deutschen, und die Deutschen dachten, das ist der Russe, und wir waren in Mittenmark. Also es war wirklich wundervoll. Aber man hat dann auch schon irgendwie so eine Art Gefühl entwickelt für einschlagende Granaten oder Bomben oder sowas. Man hört es. Also irgendwie hört man das, ob sie da einschlagen oder ob sie auf einen zukommen. Ist ganz komisch. Also das Gefühl hatten wir, aber hatten alle so mehr oder weniger, ne? Und da es ja bloß ein kleines Holzhäuschen war, es war ja nur ein Wochenendgrundstück, war das natürlich dann auch ziemlich kaputt. Und wir hatten uns dann aber so ein Erdloch als Bunker gemacht, und da haben wir uns dann verkrochen. Und da sind wir dann befreit worden. Wie Und verlief dann, die Befreiung? ja, wie lief die eigentlich? Es war denn, auf einmal war es ganz still, es wurde nicht mehr geschossen. Genau. Und dann kam ein mongolischer Soldatentrupp an, zerfetzt, in Uniform, zerfetzte Uniform und blutüberströmt und aggressiv, kann man verstehen, und hat uns Häufchen dann da auf der Halbinsel zusammen gescharrt, zusammengetrieben. Und auf der Halbinsel waren bei uns auch eine Scheinwerferabteilung mit jungen ungarischen Soldaten. Also es waren Jungs, waren wirklich Jungs, die da gezwungen worden sind, in Wehrmachtsuniform gesteckt worden sind. Und die haben sie dann erstmal vor unseren Augen erschossen. So fing das an. Wir haben natürlich wahnsinnige Angst gehabt, das war klar. Und dann durften wir Wasser holen. Aber dann waren Scharfschützen, genau, Scharfschützen da, und die haben uns dann immer ein bisschen laufen lassen. Und dann haben sie so kurz geschossen, haben uns aber Gott sei Dank nicht angeschossen. Die haben sich dann Spaß draus gemacht, bis wir dann am Wasser waren. Und dann ging das Spiel auch weiter. Und ich versuche einen Wasserhahn auf. Gab ja nur eine Wasserstelle, und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und dann sind wir dann langsam zurückgerobbt. Und als wir dann zurück waren, war ja kaum noch Wasser drin, nicht? Das ist ja logisch, wenn sie da nur auf der Erde rumhängen. Und dann war es natürlich auch schlimm, dass sich viele auf der Insel dann das Leben genommen haben, nicht? Also kann mich an einen entsinnen, war ein sehr netter Mann, der hing dann auf einmal im Baum. Nicht, wir haben da gar nicht drauf, war nicht drauf gefasst. Und dann gucken wir nach oben, und dann hatte der sich aufgehängt, und die Zunge hing so. Oh, also furchtbar, schrecklich. So Sie war waren noch ein denn. Kind. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, durch den Trick waren wir schon so ein bisschen nicht abgehärtet, das kann ich nicht sagen, aber man hat es nur noch kopfmäßig weggemacht. Also Gefühle wurden überhaupt nicht mehr gestattet. Ging gar nicht mehr, denn sonst hätten wir bloß noch geheult. Das war schon auf dem Trick so, sonst hätten wir das gar nicht durchgestanden. Und da war es dann auf einmal genauso und hat sich immer mehr verstärkt. Nicht, wir haben bloß noch reagiert und nichts an uns rangelassen. Sonst, ich glaube, wir hätten bloß noch geschrien. Manche sind ja auch wirklich durchgedreht, auch bei uns auf unserer kleinen Halbinsel. Die haben das nicht mehr ertragen, die haben geschrien, und das war nicht zu machen. Aber wir haben es dadurch, glaube ich, durch die Erfahrung, die wir schon hatten, ne?